Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome Total Realism mit den Makedonen. Ja, das Spiel hat mich gerade eben auf den Desktop gehauen. Nicht so schön, aber okay. Einige Bewegungen müssen wir jetzt eben nochmal machen, wie zum Beispiel diese hier. Das ist ja nicht so eine problematische Bewegung. Gut, auch die hier oben müssen wir noch machen mit Pella wieder, dass wir jetzt Maronia angreifen wollen. Wir können auch mit den Ägyptern verhandeln, jetzt bin ich sogar einer Meinung. Man sollte eventuell bei Waffenstillstand auch ruhig die Zahlung annehmen, die mit 30.000 angeboten wurde. So ist okay. Boah. Jetzt wollen die sogar noch mehr. Machen wir das vielleicht. Jetzt kommen sie gar nicht auf mich zu. Biet mir einfach mal 5.000 wieder an. Wie vorhin. Dieses Angebot übersteigt unsere Mittel. Wir müssen es leider ablehnen. Na gut. Hat leider nicht geklappt. Schade, schade. Ich hätte es vielleicht in dem Diplomaten hier versuchen sollen. Der ist nicht so erfahren. Keinen so guten Einfluss. Na gut. Wie gehen wir jetzt weiter? Hier drüben unsere Flotte ist auch bald fertig. So schicke ich mal hier rüber. Schließe ich auch mal der Flotte an. Okay, nächste Runde erreichen wir Maronia. Gut, dann ist jetzt hier eigentlich schon der größte Teil getan. Wollen wir mal die Runde beenden? Oh, den kannst du mal ansprechen. Schicken wir einen Diplomaten los in die Richtung. Ach ja, unsere Spione haben wir noch hier. Den nehmen wir schnell und schicken wir hier rauf. So, schicken jetzt mal hier noch einen hin. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen um und du gehst mal nach Damaskus rüber. So, hat man so ein bisschen Überblick, aber hier sind viele Provinzen wieder, die man erobern muss dann. Aber ich glaube, da können wir den geschickt austricksen. Hier unten der Spion, den müssen wir nochmal kurz bewegen. Und der Diplomat, den wir hier drüben hatten, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. In den besten Jahren, taktvoll, geborener Diplomat, ausländischer Würdenträger. Und wir schicken ihn mal zum Kaspischen Meer und von dort aus wieder zurück dann. Hier müsste ja alles überwiegend Rebellenprovinz sein, hier oben dann. Oh, wir müssen ja um den Wald herumlaufen. Keine schöne Sache. Vor allem so ein schöner Umweg. Den man nehmen muss. Ach, du meine Güte. Muss ich da lang gehen? Ach, da komme ich gar nicht lang, kann es sein? Nee, komme ich gar nicht durch. Haben sie auch mal schön blockiert. Schick mich eben hier rum, geht auch. Gut. In dem Sinne beenden wir mal die Runde. Oh, die Seleukier und die Ägypter prügeln sich wenigstens auch schön. Das ist ein Vorteil, den wir uns gleich verschaffen können. Wirklich einer der wenigen nur. Ach, die Armee hat sich auch wieder zurückgezogen von Halikarnassus. Habe ich das Gefühl. Ah, die Armenier haben bei Pontus verloren. Nicht schön. So gar nicht schön. So. Ich möchte mal kurz gucken, wie viele Provinzen haben eigentlich die Baktrier. So. Gebiete haben sie nur 8. Ach du meine Güte. Ist ja gar nicht so viel. Und die Ptolemäer. Die haben ganz schön wenig jetzt wieder. Und die Seleukiden. Auch nicht mehr so viel. Das ist schön. Kriegen wir wenigstens viele Provinzen zusammen. Gent entdeckt. Wieder zu Thrakien. Flugzeug 200 bald mal angreifen wollen.
Was haben wir hier? Oh, eine schlechte Armee. Da haben wir eigentlich gute Karten, die fertig zu machen. So, greifen wir mal Maronia an. Ich setze sogar hier auf Belagerungstürme und Tunnelbaupunkte. Die sind mir am liebsten. Okay, und hier bewegen wir uns mal in Richtung der Armee, die sich hier befunden hat. Die möchte ich trotzdem zerschlagen. So. Ah. So, Waffenstillstand, Handelsrechte, Karteninformationen, einmalige Zahlung. Machen wir mal 5000. Bieten es den mal an. Ah, es wird besser. Eine einmalige Zahlung bieten wir jetzt mal 10.000 an. Ob es nicht gibt uns einmalige Zahlung, wir zahlen. Bieten dem mal 10.000 an. Er sinkt weiter. Gehen wir einfach weiter auf ihn zu. Jetzt bieten wir ihn 15.000 an. Oh, es geht sogar noch weiter runter. So viel rausholen wie nur möglich, weil ich werde ihn wahrscheinlich annehmen, den Vertrag. Einfach damit ich dann Ruhe habe. So, gehen wir auf 20.000 runter. Ja, mehr wollen die nicht. Dann nehme ich einfach mal an. Auch wenn es weh tut. Ne, Bündnis gehen wir jetzt mal nicht ein. So, nach langen, harten Verhandlungen mit den Ägyptern haben wir es endlich geschafft. Jetzt sind wir im Frieden. Okay. Haben wir jetzt erstmal einen Vorteil gegenüber den gegen den Seleukiden? Finde ich persönlich. Denn jetzt kann ich die Seleukiden hier platt machen. Ohne dass die Ägypter mich noch nerven. Da wäre sogar ein Bündnis gar nicht so abwegig. Ich will. Okay, der Diplomat ist sowieso nicht so gut. Da kannst du mal versuchen. Okay, ist nicht im Interesse des Pharaos. Ich kann dich auch nicht weitergehen. Was hat denn hier für eine Armee überhaupt? Okay, sehr viele Söldner. Sehr, sehr viele Söldner. Hier rekrutieren wir mal. Ja, die Kalkes Piles. Kann ich jetzt mal gut gebrauchen. Machen wir mal. So. Okay, dann wollen wir mal, glaube ich, die Runde beenden. Auch wenn es gerade ein schmerzhafter Vertrag war. Ich nehme den vorerst an. So. Die sind auch gleich fertig hier alle. Ich hoffe mal, dass die Ägypter nichts Falsches tun. Jetzt nämlich irgendwie doch noch angreifen mit der Flotte oder so. Momentan wäre der Frieden sehr praktisch. Oh, die Seleukiden ziehen ihre Armeen ab. Das ist gut für mich. Ist sehr gut. Oh, jetzt bringen die Seleukiden eine Armee zum Kontinent da drüber. Dann können wir hier drin ein bisschen im Binnenland von dem was fertig machen. Oh, sie belagern wieder Pontus. Dann müssen wir uns mal angucken, wie groß überhaupt die Chance ist, dass wir es schaffen. So. Die Runde ist beendet. So, ich habe euch losgeschickt, um Ägypten auszuspionieren. Das ist eigentlich prinzipiell immer noch eine gute Armee. Gute Idee. Und hier hat man noch einen Spion gehabt irgendwo. Wo ist denn der? Da ist er ja, in Damaskus. Okay, hier unten hat man auch noch einen gehabt. Schick dich mal hier rüber. Und hier ist noch eine seleukidische Provinz. Gucken wir uns mal noch an. So. Jetzt haben wir nochmal zwei Agenten eigentlich. Ich schicke nochmal hier auf. Wir müssen nach hier unten. So, und du kannst jetzt hier auch endlich durch. Jetzt mal hier in der Region ein bisschen um.
Okay, sieht eigentlich ganz zufriedenstellend aus. Weiter geht es nicht, Herr. Achso, jetzt setze ich mal hier rüber. Was haben die? Oh, die haben aber gute Einheiten hier auch mit dabei. Die Armenier. Die haben sich richtig gut entwickelt und die Ponten haben schlechte Karten. Finde ich gut. Ja, Strategos. Gut, die Unterstützung da braucht ihr jetzt eigentlich gar nicht. Machen wir mal einen Angriff. 8:1 Verhältnis, da kann man noch die Schlacht automatisch machen. Ja, klarer Sieg mit kaum Verlusten, ist zufriedenstellend. Die Bevölkerung werden wir mal ausradieren. Dass sie einfach jetzt zufrieden ist. Ich jetzt hier gleich abhaue. Ich brauche die Armee jetzt hier, um auch gegen die Seleukiden weiter vorzugehen. Rekrutieren wir mal. Ja, hier können wir nichts rekrutieren. Mist. Schick mal eine Einheit makedonische Steinschleuder rüber. Baubericht. Elis hat den Rüstungsbau fertig. Das ist gut. Okay, bauen wir mal einen Übungsplatz. Super. Wieder Zora hat einen Schmied. Bauen wir mal Stelle. Was ist das mit Skodra? Hat die Minen endlich fertig. Eine Heldenhalle. Die brauchen wir gar nicht. Okay. Mal gut, der Stoff ist immer noch da. Machen wir Kanalisation. Erstmal. Kyrenos hat die makedonische Hilfstruppen 2-Phase erreicht. Wir können ägyptische Schwertträger rekrutieren. Und libysche Pikeniere. Ihr seid auf lange Zeit günstiger. Erstaunlicherweise seid ihr sogar fast besser. Ihr seid sogar eigentlich schon besser als die. Okay, hauen wir euch mal raus. 2 Stück sollten erstmal reichen. So. Salamis ist auch fertig. Bauen wir auch mal die makedonische Hilfsphasentruppe 3. Phase 3. Oh, Kavallerie. Nicht schlecht. Machimori. Kavallerie. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch was Schönes hier. Gut, Baubericht ist zufriedenstellend. Rundenbericht auch zufriedenstellend. Sieht soweit ganz gut aus. So. Finanzen kommen wieder auf unser altes Budget. Nächste Runde. Gut, dann haben wir eigentlich schon wieder alles erledigt, bin ich der Meinung. Ah ne, wir wollten noch die Schlacht führen gegen die Seleukiden hier. 7:6 Verhältnis. Die haben auch keine kleine Armee, die haben viele Schwertkämpfer. Vor allem erfahrene. Aber keine Kavallerie. Prinzipiell haben wir gute Karten. Legen wir mal los. Machen wir die jetzt mal schön fertig hier. Wenn unsere Männer nicht willens wären, hier zu kämpfen, müssten wir sie dazu zwingen. Das ist eigentlich nie gut. Aber noch besser ist es, zu leben und mutiger Taten zu gedenken. Morgen schon werden wir lächeln und uns unsere Taten erinnern und auf unsere Götter trinken. So, das war eine kurze Anrede, also Ansprache. Okay. Wo steht ihr? Ihr steht jetzt mal im Zentrum dahinter. Ihr sollt die Moral pushen. So, euch stellen wir dahinter. So, die Kavallerie steht mal hier und euch können wir mal aus der Keilformation rausnehmen. Was haben wir denn hier? Thrakische Infanterie. Ich würde eigentlich gerne hier drüben durchschicken zum Flankieren, weil es eigentlich dazu einlädt, das Terrain. Es sei denn, der Gegner findet sich da, was ich aber stark von eigentlich nicht gerade wirklich glaube. Schicken wir euch mal in die rechte Flanke.
Gut, hier ist wichtig, dass wir die alle gruppieren. Zum Maschinen ist ganz praktisch. Ich gucke jetzt lieber auf den Kampf im Wald. Okay, ihre linke Flanke ist stärker als ihre anderen Flanken. So, ihr rennt mir jetzt mal. Einfach weil es sich anbietet, weil wir dann einen schönen Hügelvorteil bekommen. So, euch schicken wir noch nicht raus. Bei euch schicke ich mal los. Kommt mal hier rüber. Was macht ihr da für einen Scheiß? So, hier rennen wir jetzt mal hin. Was haben wir drüben? Persisches Sparabara. Die sind schlecht, die können wir mit den Prodromi hier eigentlich locker weghauen, glaube ich. So. So, greift mal an, bitte. So, ich kann jetzt auch mal weiter vorholen. So. Nein, hier töten sie nicht so viele, wie ich eigentlich gedacht habe. Die Bogenschützen wenigstens. Oh, jetzt wollen die hier im Wald kämpfen. Lass wir die nur machen. Die haben die schlechte Karte gegen zwei Truppen. Oh ja, sind schon viele gefallen. So, wir müssen euch jetzt langziehen, leider. Dafür müsst ihr die Bogenschützen schützen. Knicken wir die Phalanx mal, wie es die Spartaner auch machen konnten. Ja, die Bogenschützen müssen leiden. So, habe ich irgendwas vergessen, mein General. Ich stelle noch mit hier hin, der soll ein bisschen die Moral pushen. Ich stelle ich mal hier rüber. So, ihr habt auch keine Munition mehr. Verstecken wir euch erstmal wieder im Wald. So, jetzt greifen wir die mal an. Schön umzingelt, vor allem. Jetzt ist schon die Lage, scheint sicher, nur Militärgenie kann diese Schlacht gewinnen. Jetzt müssen die nur angreifen, richtig? Na? Sieg ist so gut wie sicher. Ich ziehe jetzt mal hier ab. Oder die hauen die richtig nieder. Jetzt greift er mir die hier an. Oh, ich liebe thrakische Infanterie, die ist einfach nur göttlich. Was? Werft die Zepiler hier auf. Wenn die jetzt hier verlieren, sollten wir auch nicht. Schön. Machen wir mal Pilar in den Rücken rein. Das ist natürlich wirklich sehr schmerzhaft. Oh ja, das ist sehr schmerzhaft für die. Schöner Charge-Rücken könnte sogar zum Fliehen animieren. So, macht die mal hier schön fertig. So, die trauen sich auch nicht, mich anzugreifen, wegen dem ungünstigen Terrain halt. Ich kann aber warten, ich kann sie ja niederschießen, ist ja mein Vorteil. Oh oh. Müsst ihr umdrehen. Nicht gut, ihr seid gesandwiched worden. Jetzt können wir die Kavallerie dazu holen hier. Wollt jetzt hier gut unterstützen. So, wo bist du denn? Da bleibst du ja. Gut, super. Ein 47 im Kreisgewicht. Erstaunlich, dass die Thraker die hier auch noch fertig machen. Finde ich aber gut so. So, hier drüben kommt es jetzt gleich zum Kampf. Weil meine Pikeniere eigentlich im Vorteil sein sollten. So, hauen wir dem auch noch weg hier. Wir werden auch gleich die Keilformation reinhauen. Das wird die Formation schön aufhauen.
von denen ist es dann noch schlechter für die zu kämpfen. So, jetzt hauen wir mal schön rein. Und sie fliehen sogar schon vorher. Super. Ein Hoch auf die Thraker. Gute Leistung. Die haben die wirklich zerfetzt und die Kavallerie hat nochmal gut supportet. So, die holen wir auch noch dazu. Die galaktischen Schwertkämpfer drüben haben wir auch noch fertig. Sowieso jetzt den Kampf mit denen. Wie sieht's hier eigentlich aus? Also eigentlich müsstet ihr den Kampf hier locker gewinnen, ja. Macht er auch super. So, dich brauche ich jetzt hier wieder. Du haust mir bitte die hier weg. Wie gut seid ihr eigentlich im Ansturm? Guck mal kurz. Ansturm ist richtig gut. So, haut doch mal hier rein beim General. Gut, hier wäre es natürlich jetzt schön zu hauen. Sieg scheint sicher. Ich stelle mal hier rüber und flankiere mal ein bisschen. Super, der Trupp ist weg, der wird auch gleich weg sein. Der feindliche General super. Läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Doch am schlimmsten ist dies inmitten einer Schlacht. Das ist natürlich verheerend jetzt für ihn. Super, der General ist auch tot. Der feindliche General wurde getötet. Und nun lernen seine Männer das Fürchten. Ein guter Zeitpunkt, um den Angriff zu verstärken. Oh, super, die fliehen ja schon. Jag die mal bitte ein bisschen. Oh, da ist eine Phalanx dazwischen. Jagen wir mal lieber hier rein. Wir sollten sofort fliehen. Die sind hier schon relativ gut gesandwiched durch meine Phalanx. Ja, es fliehen sofort. Schöner Moralbreak. So, ich brauche jetzt hier nochmal. Ihr könnt die fliehenden Einheiten mal bitte aufsammeln. So. Die Fall. Die Thraker möchte ich eigentlich nur ungern jetzt gerade benutzen. Stellen sie mal hier hin, das ist eigentlich okay. Wir können Pila mal drauf werfen. So, dann wirft mal eure Speerchen. So, jetzt greift bitte die da hinten an. Und du die hier. Na, Ansturm vielleicht nicht. Dann wirft lieber eure Pila nur. Finde ich auch okay. So, oh, euch müssen wir schnell formieren. Nicht, dass da irgendwas schief läuft. Jetzt kommen natürlich viele Speere in den Rücken. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt haben sie mir wieder die Richtung zugedreht. Wofür übrigens Phalanken auch anfällig sind, oder Hopliten besser gesagt, ist ein Charge in die Seite mit der Kavallerie. Das macht auch ordentlich Damage. Jetzt sind sie gerade nicht in der Phalanx drin. Da kann man es mal nutzen. Hier mit denen auch noch zu chargen. Oh, und schön Rücken rein. Jetzt mal in die Flanke und sie fliehen instant. Sein wahres Gesicht. Das sind keine Soldaten, sondern Hasenfüße. So, hauen wir die auch noch ein bisschen weg. Davonlaufen. Dann ist das Problem beseitigt. Wie viel habt ihr noch? Boah, ihr habt zu viel verloren. Da können wir auch die Schlacht beenden. Also die Seleukiden haben wir gerade eben zermalmt. Dieser Sieg ist der Götter würdig. Ein Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. Also da hatten die ja wirklich keine Chance gehabt. Und trotzdem sind die standhaft geblieben. Erstaunlich. Aber gut. Dann gehen wir gleich auf Abydos los.
Findet sich ja gleich hier. Und dich schicken wir jetzt mal. So, das ist mir zu klein. Pessinus auch. Prusa wäre eine Option. Dann könnten wir nämlich eigentlich von hier aus auch ein bisschen die Mangel nehmen. So, das wäre einfach. Oder wir könnten auch mit Masias von Rosus auch den Kriegs-, also den Kampf suchen. Da kann ich erstmal auf die Anstehe pfeifen. Vertreibt lieber die Armeen, die noch kommen würden. Apropos Armee, da brauche ich einen Spion jetzt weiter. Gut, dann rekrutieren wir mal hier gleich einen neuen. Kann ich gar nicht, Mist. Können wir mal schnell die makedonischen Schiffsphasen bauen. Zwei natürlich. Geht's auch nicht. Rüber könnt ihr nicht, dann bauen wir hier die Spione. Geht auch nicht, ey, es gibt's da nicht. Hier aber vielleicht. Ja, hier gibt's Spione. Bauen wir mal vier Spione, die steckt man hier mal so rum und dann treibe ich mal alle Armeen auf und mach die mal fertig. So, und du kannst dir jetzt hier in Ruhe Abydos schnappen. Das ist ein leichtes Ziel. Mir gefällt es auch nicht, dass die Griechen mit einer riesengroßen Armee rumlaufen. Zwar überwiegend Söldner, aber trotzdem machen sie es ja. Okay, wie groß bist du? Wenn nicht groß genug, dann können wir hier rekrutieren. Nehmen wir hier von ein paar, von den Pezatorii. Sieht ein Elis aus. Elis kann er gut fortbilden, machen wir mal gleich. So. Hier ist wieder ein Schiff fertig. Mittlerweile haben wir hier schon eine gute Flotte. Die werden wir später nochmal in Elis fortbilden, aber erstmal wird ich sie hier sammeln. Gut. Spionagetalent in den besten Jahren. Gerissener Typ. Kleiner Affe. Nicht schlecht. Ich setze dich mal. Eigentlich will ich dich nirgendwo reinsetzen. Ist zufriedenstellend hier alles. Kydonia ist nicht stark besetzt. Hier Pythna ist nicht stark besetzt. Wie sind eigentlich die Römer gerade dran? Und zwar die Römer an. Die wachsen auch. Militärisch auch. Produktion auch. Gebiete. Uiuiui. Haben sie schon fast 16. Naja, nicht. Wir haben 12 gerade ungefähr. Finanziell sieht es bei denen gut aus. Bevölkerung sind sie mehr als ich. Hat auch mit der Rekrutierung zu tun bei mir. Gesamt. Ich will trotzdem mal vor denen. Kurz mal Diplomatie von denen an. Mit Gallien und Illyrien sind verfeindet. Mit Iberien und Thrakien verbündet. Kann mit den Römern eigentlich auch eine gemeinsame Sache machen, aber na gut. Okay. Gut, an der Stelle werden wir mal die Runde beenden. Oder? Hatten wir nicht unsere Flotte bewegen können. Ne, können wir erst nächste Runde. Dann können wir die Runde beenden. Aber die Ägypter haben hier schon ein riesiges Territorium, ey. Ach du meine Güte. Was? Die Armenier wurden schon wieder geschlagen, ey. Das gibt's doch nicht. Das ist aber auch ärgerlich. Die griechischen Städte haben mir immer noch keinen Krieg erklärt, das finde ich gut. Versprochen Kleopatra. Wir haben Kleopatra bei uns. Sie ist keine Ägypterin, sie war schon immer Makedonin. Gut, also. Du bist okay, aber ich will dich eigentlich gar nicht haben, weil ich sowieso genug habe. So, Agent entdeckt. In Pella. Super, dass er gestorben ist. Habt ihr gut gemacht. So. Du gehst mal hier lang. Also das Territorium der Ägypter ist wirklich schon riesig. Es reicht ja bis hier hinten an den Persischen Golf. Gut. Jetzt werden wir euch mal hier absetzen. Du kannst dir noch viel dir angucken. Du gehst mal hier runter. Und dich. Schicke mal in die Richtung hier weiter. Okay, hier ist nochmal Rebellenterritorium. Man sieht es hier so ein bisschen. Okay. Agent entdeckt, das haben wir schon mitbekommen. Rundenbericht. Zufriedenstellend. Ereignis seiner Seite. Baubericht. Sparta hat die Provinzkaserne gebaut. Jetzt mal die königliche Stadtkaserne.
Oh, ein Rüstungsbau gibt's hier auch. Eigentlich sogar sehr verlockend. Und Maronia ist auch zufriedenstellend soweit. Ptolemäische Hilfstruppenphase. Die können wir zerstören, die brauchen wir nicht. Diese Lakidische brauchen wir nicht. Bauen wir mal die Phase hier. Gut, die Stadt Abydos wird kein Problem sein einzunehmen. Ach, du ziehst dich schon zurück. Wie sieht denn deine Armee aus? Leichtes Spiel, aber viel Kavallerie. Gut, stellen wir uns mal. Toll, ist ja jetzt mal ein schlechter Scherz. Na gut, ärgerlich. Krieg erklärt Armenien und Parthien. Wobei ich eigentlich Armenien einen Vorteil schätzen würde, also. Die haben jetzt eigentlich schon so ziemlich gute Armeen rekrutiert hier. Auch Aram hat ja eigentlich ganz gute Armee mit dabei. Ich finde, Armenien ist hier in dem Spiel mal wirklich stark geworden. So. Von den Sarmaten weiß man aber auch nicht viel. Na gut, in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns noch kurz an, wie viel Verluste wir machen hier mit dieser Stadt. Machen wir eigentlich nicht viel. Nö, wirklich eigentlich nicht. Es geht eigentlich sogar noch. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.